Flussfee. Jetzt schon. Pass auf, Schicksalsbringer. Sie will deine ganze Gruppe auslöschen. So, und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Deine Dinners Wunderland. Hier mit Harden D und ja, und so weiter. Und am weichen wie. Oh, scheiße, du bist tot. Achso. Warum bist du denn fast tot? Rumpel ist wohl tot, tot. Achso. Was ist denn das für ein Totenschädel da? Das ist doch gewesen. Ah, da sind noch mehr so Totenschädel. Ich hab nichts anderes von dir erwartet. Achso. Jetzt bin ich auch tot. Oh oh. Oh, das war knapp. Was sind das? Das sind die komischen Köpfe da, oder? Ich hänge. Ich glaube, diese Schädel, die machen gut Schaden an einem. Oh, ne, ist sie auch. Müssen Sie jetzt bloß nicht in den Nebel. Ja, ja, geht halt nur nicht anders. Das stimmt, ich hab's gerade gemerkt, ja. Weil so, der Nebel. Jetzt, hat aber keinen Kopf. Jetzt bin ich ja schon wieder tot. Bin ich schon wieder da. Achso, da muss man springen und da ducken. Alter, was ist denn mit der? Ich glaube, das ist ein schlechter Witz. Alle Treffer haben kritische Treffer bei den Totenköpfen. Ja. Oh, jetzt fangen sie wieder oder nicht. Aber bei ihr auch. Was ist mit deinem Viecher los? Ist das tot? Nö, weiß ich nicht. Wieso? Ah ja, ist tot. Ich glaub, aber ich auch gleich. Ja. Upsi. Na, wenigstens sind die Köpfe nicht so schwer. Oh. Oh. Dieses komische Ding, was da immer kommt. Keine Schädel. Dort. Du? Ja, es ging das schnell. Ein bisschen eher so ein bisschen, ja, schwierig. Es ging ein wenig schnell. Ich eile. Wenn das Spawn nicht so lang dauern wird. Sau hier. Ja, alles gut. Ich brenne alles nieder! Kehre niemals zurück! Ey, was machst du denn gefragt, jetzt? Wann du auftauchst? Ey, scheiß Kopf, geh weg da! Da, weg. Weg mit dir. Die Schreie der Todesfee verstummen. Sehr gut. Ehrlich da auf Igeldo. Ich habe schon erlebt, wie die Todesfee hochstufige Charaktere völlig fertig gemacht hat. Unter uns gesagt, wir hatten mal was miteinander. Aber sie hat mich für den Mahlstrom des endlosen Wahnsinns verlassen. Okay, ich kann's verstehen. Er ist ein Traumtyp. Nein! Das Zauberschaden. Ist bereits verdorben. Du Schmeißes! Du hast die beste Freundin genommen. Ich werde nie wieder selber zinsierte. Warum jammert denn der jetzt so? Ist da draußen jemand? Lass mich raus! Die dumpfe Stimme scheint aus einem Kristall in einem Käfig zu kommen, der vor dem verdorbenen Herzen hängt. Verdammt, ja! Verschlag dich! Du lebst! Oh, nee, dank scheiße. Deines Badness Riffs! Du bist oh, guck mal, der hat Flügel.
Und du? Ist eine Fee. Oh, niedlich. Hey, warte mal, den kennen wir doch. Von wo? Von die alten, Borderlands. Echt? Das war... Du kennst mich? Das sagt mir jetzt echt nichts. Noch nicht getroffen. Ja. Aber ich bin die Faustschlagfee. Solange Magie in der Nähe ist, bin ich hier, um sie zu schützen. Mit Faustschlägen. Ich habe schon genug Helden gesehen, um zu wissen, wann mich einer gerettet hat. Kannst du seine magische Laute reparieren? Er muss unser Schiff segnen. Ob ich es kann? Ha! Ich bin es, von dem er sie überhaupt hat. Pass mal auf. Oh, ich passe auf. Zippy, Zippy, Punchy, Magu! Was? Wer hat das gesagt? Ra! Schimpft denn dein Ding? Ja, ist meine Laute jetzt wieder auf voller Power? Verdammt richtig, zupf mal dran. Ich habe so hart gerüffelt, dass ich mich wegteleportiert habe. Danke, Faustschlagfee. Gut. Wir treffen uns bei den Docks. So, du bist in der Indies Menüs. Erwartet euch am Stadthafen. Mhm. Ein dritter Slot für Schusswaffen ist jetzt freigeschalten. Ah, okay. Ah, cool. Bin ich gerade in den Windows. Ist aber blöd, wenn ich zwei Waffen von derselben Munitionsart habe. Na, musst du halt auch Kaffee. Jo. Ich bin fertig. Jo. Fertig. Kessisch, Reddisch, fertig. Okay, holen wir uns diesen blöden Segen für das Schiff. Er ist nicht blöd. So sind eben die Regeln. Das stimmt, halt das haben wir alles nur wegen dem Schiff gemacht. Ich will einfach nur vorankommen. Oh oh, die Gruppe spaltet sich. Deine Geschichte scheint tot im Hafen zu sein. Da ist Schiff. Schicksalsbringer. Oh, das war der Mist. Ja. Ich hab gar nichts mehr im Kopf gehabt. 60.000 habe ich. 64. Oh. Jetzt zeigt mir euer nobles Gefährt. Das Schiff! Das hier drüben. Du willst mit diesem Schiff den Lauf fahren. Du bist mutiger, als ich dachte. Wieso beschmutzen alle den guten Namen des guten Schiffs Balsagne? Weil es einfach nur Schrott ist. Nein, deine oberwichtigen Regeln sind einfach nur Schrott. Was will der denn jetzt schon wieder? Musst du mal schauen. Ups, falsch. Achso, bei mir, ich bin am Boot und das... Ich schwebe in der Luft irgendwie ein bisschen. Weil ich nicht mitgehe mit dem. Oh, das stimmt. Bis dann eine Stelle. Gehst durch das Fass durch. Hör zu, Valentine. Ich will dir nicht den Spaß verderben. Aber ich liebe Bunkers and Badasses wegen der Regel. Denk doch mal drüber nach. In der realen Welt passiert alles ohne Grund. Hier weiß ich, wie alles funktioniert. Das ist entspannend. Was will der denn jetzt schon wieder, was der alles will? Stimmungscheck! Der Kapo hier! Ja, der macht Stimmung. Spaß, die Regeln zu befolgen. Deshalb muss ich sie auch zu ernst nehmen, okay? Ich schätze, ich spiele es auch zur Entspannung. Da draußen hangle ich mich von Job zu Job, muss auf den Treibstoff für unser Raumschiff achten und bla bla bla. Aber hier habe ich einen Zweck. Ich bekomme ein neues Schiff, eine ehrenwerte Quest und die Chance, ein Held zu sein. Statt nur der Idiot, der unser Raumschiff kaputt geflogen hat. Was soll dieser ganze Kumbaya-Scheiß? Kumbaya, my lord. Kumbaya. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Boah, der kenne ich so gar nicht. Nee. Das ist wahrscheinlich schon alles von dem Lied.
Kommt drauf an, welche Version, das Original oder das vor die Wano Apes. Ich schwöre, dass ich versuche, ein wenig mehr auf die Regeln zu achten. Danke. Und ich schwöre dir zu helfen, diese Quest Musikunterricht oder? Um das gute Schiff Balsanje vor Schaden zu bewahren. Ich erkläre diese heroische Gruppe als ungespalten! Zum Knutschen. Die Stimmung! Sie ist zu stark! Ja, oh, Max. Ihr Stimmung. Moment, was? Moment, was? Huh? Das Schiff ist weg. Ah ja. Du warst jetzt drauf stehen, blieb mir wahrscheinlich schon wieder gestohlen. Bestimmt. So funktioniert der Zauber. Was ist das denn jetzt? Aber was ist mit den Wahlen? Ich bin Umweltschützer. Und das hat was gebracht jetzt? Macht's großes Badaboom. Große, mächtige. Mächtige Badaboom. Oh, da kommt Wasser. Ich geh meinen ersten Stock auf, das muss ich mal anders anschauen. Es wird feucht hier unten. Ich glaube, da bringt der erste Stock auch nichts. Ja, mir klebt der Fisch vor. Ja, mir auch. Achso. Der schändliche Ozean wurde endlich besiegt. Aha. Unsere fein ausgearbeitete Story voller spannender Charaktere geht weiter. Natürlich. Ihr lauter Fischis. Muss ich jetzt verdammt weit laufen. Oh. Andererseits Platzen. Erspare ich mir's kaputt. Ups. Falsch. Das gute Schiff Balsanje hat ihre letzte Fahrt hinter sich. Ruhe in Frieden, gutes Mädchen. Ruhe in Frieden. Du bist aufgestiegen. Wenn der gesamte Ozean weg ist, können wir nicht einfach zur Pyramide des Dragonlords laufen? Oh ja, aber sowas von. Aber erstmal hier. Wenn da kein Wasser mehr ist, lauern immer noch leicht feuchte Gefahr. Sekundäre Klasse ausrüsten, was ist das denn? Sofortigen Zugriff auf ihre Klassen Großstadt. Aha, okay, da kann man anscheinend dann die Klasse wechseln. Mhm. So, was müssen wir machen? Ja. Die ist ja. Irgendwas hier unten. Oh, da ist ein Würfel. Würfelabstabe. Macht's ja nett. Das ist mal ein Glückswürfel. Oh, da haben ja Feinde. Ja, das stimmt. Treffen. Weil wir den hier Wasser weggenommen haben. Die haben die Fresse zu halten. Oh, hier gibt's eine Waffenkiste. Hier ist auch Waffenzeug. Ich darf ihn noch nicht nehmen, weil ich noch nicht Level 13 bin. Oh, der arme Kerl. Nimm. Scheiße. Okay. Was ist da? Eine Waffe. Die ist aber auch richtig scheiße. Der Schicksalsbringer hält plötzlich inne. Doch auch wenn die Schatten geschärfte Zähne blecken und die Berge sich auftürmen, nur. Oh, ich drück immer falsch. Der Nahkampf. Maus. Habe ich nicht eingestellt. Ey, nicht so aggressiv hier. Und nicht nachmachen. Und ich dachte, ich hätte schon das Schlimmste von ihr erlebt, aber einen ganzen Ozean zu zerstören, nur um ihre Story voranzutreiben? Und du hast mitgemacht. Froh, dein kleines Spiel zu spielen. Das denn hier? Hey! Hey du! Ja, ich rede mit dir! Ich, die magische Bohne! Kein Grund, sich aufzuregen! Ah, ich könnte deine Hilfe gebrauchen! Ja, komm. Helfen wir mal der Bohne. Aber jedes Bündchen hat ein Tönchen. Ja. Was hat was jetzt will? Und jetzt sitze ich hier draußen fest und backe in der Sonne wie eine... Ja. Okay, ja. Wie eine gebackene Bohne. Ich könnte hier in eine Mine. Wie eine gebackene Bohne. So, was will er jetzt?
ein Glück, dass du gekommen bist. Ach so, jetzt habe ich es aufgehoben. Und jetzt lass uns einen schönen Ort finden, wo ich sprechen kann. Die von Rick und Morty, die Bohne oder nach wo, wie wissen sie nun mal? Die kenne ich auch nicht. Da ist ein Würfel. Würfelabstauber. Aber da ist noch so ein Dings drum. Community. Achso, da oben dieser ist dieser Schrein ist der Göttin Grindana geweiht, der Schutzpatronin der Erfahrung. Giftiger Seetang versperrt haben wir. Eure Quest verzögert sich, bis ihr einen Weg daran vorbeigefunden habt. So, Bohne ist platziert. Oh, jetzt ist aber groß geworden. Die verdammte Stadt ist von einer riesigen Bohnenstange hochgehoben worden. Normalerweise fände ich das klasse, aber dann bin ich hergekommen, um nach dem frischen Land. Das hast du nicht einmal fertig ausreden lassen. Nö. Sehen wir doch jetzt, wenn wir dort sind. So gemein. Hallo, kleiner Keimling. Das sieht ja cool aus. Ich muss sicher sein, dass den unschuldigen Stadtbewohnern nichts fehlt. Wer weiß, welche Gefahren die Bohnenstange über sie gebracht hat. Bohnenstange. In der Tat, edler Held, war oben auf der Bohne gar nichts in Ordnung. Denn die magische Bohne war... Ist Feind? Nee, Stadtbewohner. Oh nein. Aber schon gut. Es warten neue Abenteuer in der neu renovierten Stadt Treibholzen. Ui. Was denn? Du kannst viel Scheiße wegschmeißen hier. So, das stimmt. Ja, könnte man theoretisch tun, ne? Oh, sie schreit. Was? Naja, nehmen wir es mal mit. Irgendjemand haut hier die ganze Zeit rum. Da muss man ja sogar nicht ins Menü. Kann man einfach vor dem Automaten Schrott verkaufen, ne? Das geht auch. Oh. Okay. Ich geh mal gucken, wer da so schreit. Nein! Böse Pflanze! Muss ich etwa meine Heckenschere holen? Ich fürchte mich nicht vor Grünzeug, aber der Kerl hätte es vielleicht tun sollen. Oh ja, ganz genau. Hier oben gibt es böse Pflanzen. Nur eine kleine Sache, die Tiere aus. Oh. Die machen ganz schön Schaden hier, die Viecher. Da herrscht ein ziemlicher Tumult. Klingt nach Spaß. Wer ist da? Du hilfst mir besser, wer auch immer du bist. Ja, ich helfe dir gleich. Ach, da ist unsere Fee wieder. So, wie komme ich da nach oben? Da musst du wegen außen rum. Ach so. Da hin, genau. Da. Ja. Das, ja. Hey, verdammt bin ich froh, dich zu sehen. Dann hast du meine Nachricht gekriegt, oder? Schnaufst du wieder, wahnsinnig. Das ist ja der Berg. Wir müssen die Leute retten. Treffen wir uns weiter. Wir haben so ein paar Schwammerl umgebracht. Genau. Es ist ein alter Kumpel, die Faustschlagfee und wir wollen tote Schwammerl drin. Den Bösen in den bösen Arsch treten. Mach weiter, Schicksalsbringer. Denn das Böse tritt sich nicht von selbst in den Arsch. Auch wenn das sicher lustig aussehen würde. Oh, hier rutscht mir ja. Sieht aber komisch aus, wenn der rutscht. Die schaut das aus, wenn du stehst. Achso. Oh, hier sind Feinde. Hat man denn hier nie seine Ruhe? Für das Königreich! Aua, irgendwas macht da. Aua.
Jetzt bitte. Ende fast, glaube ich. Formel verloren. Leichen geben keine guten Killer ab. Eisenwürfel oben. Auf ihn! Genau da! Ja, aber aktuell gehst du noch nicht so leicht. Ja, das stimmt. Nur Staub soll übrig bleiben. Ach, das ist Badass, deswegen hält er so viel aus. Warum Pilzchen machen kaputt? Schafft er wieder nicht. Wieder im Geschäft. Mein Schild ist weg. Ja, da sind noch Feinde hier. Hat der gerade gesagt, du bist schlecht im Treffen? Ich habe im Kämpfen verstanden. Also. Du hast ein Rätsel entdeckt. Also. Ja, hier, Rätsel. Ach so, das sind wieder die, wo man da ablaufen muss, glaube ich. Weil er suchen muss. Na, warte mal, wie kommen wir jetzt zu dem Würfel da auf? Das weiß ich nicht. Ich glaube auf die Blümchen da. Aber die gehen auch in die Luft. Achso, vielleicht. Ja, aber du komm ich aber nicht rauf. Oh, jetzt hat. Bist du oben? Nee. Nö. Ich komm nicht rauf. Hier geht's drauf, oder? Ja, so geht's drauf. Und da ist einer auf dem Haus, daneben noch. Wer weiß. Der chillt da. Ja, der fuchtelt die ganze Zeit mit den Armen. Oh, jetzt Waffenkiste. Truhe! Ja, nimm mit. Das ist nur ein Schwert, das ist Dreck. Wie viel Schaden? 80. Was? Nicht mehr? Ich hab 97. Ach doch, das ist nix. Sollen wir jetzt die Dinger da mal suchen? Eins habe ich gesehen, ja, da hinten ist es. Das machen wir in der nächsten Folge, oder? Das stimmt, da hast du recht. Das ist eine gute Idee, du. Gute Idee, you. Gute Idee. Da kann ich jeder mit um. Und bis zur nächsten Folge. Wiederschauen. Reingehauen.